Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir werden schon wieder angecallt. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe vom Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. Okay. Alles klar, ziehen wir uns erstmal um. Wo sind eigentlich meine ganzen Anzüge hin? Warum sind die weg, Leute? Kann man das mal jemand erzählen? Mann. Na gut, egal. Dann nehmen wir das hier, ganz normale Standardkleidung und raus hier erstmal. Was geht ab, Joe? Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ha? Huh? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Fahr nach Greenfield. Alter, was war das denn für eine Nebelwand? Okay. Wow! Wow! Wir fahren dahin, schneiden den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen und auch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient? Moment mal. Wenn er mit dem FBI kooperiert, dann steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Ellie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun hatten, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Eieieiei, das war knapp. Ja, soweit ich weiß, kommt jetzt eine sehr interessante Mission. Moment mal eben, ich muss wieder mein Headset erstmal richten. Ja, ansonsten, Leute, möchte mich nochmal bedanken für die letzte Folge. Ja, da habt ihr echt nochmal reingehauen. Also habt ihr richtig gut reingehauen. Mir kam auch so der Gedanke, dass ich weiß nicht, Alter. Also Mafia 3 steht ja quasi in den Startlöchern, ja. Jetzt ist es noch ein paar Tage. Ich krieg's ganz sicher vor dem 7., da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ja, ich bin gespannt, Alter. Bin gespannt. Ich hab richtig Bock drauf, Leute. Ich hab richtig Bock drauf, mit euch da gemeinsam mal reinzuschauen. Ich hoffe, es wird gut. Man weiß es ja nie so. Wird's wirklich gut, wird's nicht gut. Aber so von den, wie sagt man, Voraussetzungen scheint es ganz gut zu werden. Ne? Aber das hab ich ja auch schon mehrfach jetzt erwähnt. Ob das richtig geil wird, mach ich echt von der Story ab. Abhängig. Au! Sorry! Da war ich wohl auch noch mal ein bisschen besoffen hier. So, hier vorne, Leute. Schüttel die Cops ab. Ja, komm. Ich zahl die Strafe. Mit dem Fahrstil bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Okay. Entschuldigen Sie, Herr Officer. Ja, kann ich jetzt gehen? Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Ich will deine Visage nicht mehr sehen.
Selbst die Bullenstimme ist gut vertont, oder? Selbst die Bullenstimme ist gut vertont. Naja. So. Jetzt schauen wir uns das erstmal an und dann sage ich nochmal was für die Leute, die nicht wissen, was hier gerade passiert. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Wie ich sagte, ein Kinderschuh. Los! Weg hier! Wir haben ein Tötungsdelikt. Ich brauche Verstärkung in Greenfield. Sofort! Okay. Ja, und zwar ist das die Figur aus dem ersten Mafia gewesen, die wir jetzt im zweiten erledigen. Unwichtige Einzelheiten wie die hier weg. Und vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Sowas finde ich ja ganz geil. Ich bin dementsprechend sehr gespannt, Leute. Sehr gespannt. Auf wen ballert der denn, alter Joe? Das war knapp. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Das Geld? Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Warte kurz, Joe. Warte kurz. Guten Tag, Sir. Schön, Sie zu sehen. Alter, Joe, was machst du? Bitte. Joe, du verrücktes Stück Scheiße! Bist du verrückt? Du bist verrückt! Joe, er knallt hier alle ab! Joe, der Massenmörder! Wir haben ein Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Joe! Du crazy Typ, Alter. Kollege am Boden, schieß! Kollege am Boden oder Kollege? Alles klar. Alter, gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Oh. Okay. Circa 1,80 groß. Joe, du Stück Scheiße, Alter. Roger. Ah, Joe hat sich wieder teleportiert. Der geile Boy. Alter, ich wollte doch noch ein bisschen was erzählen, Joe. Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los, Alter? Schnell weg hier. Also, wie gesagt, das ist eine Figur aus dem ersten Mafia. Und ich finde diese Übergänge ganz geil, ey. Ich meine, ja gut, das war jetzt nur ganz kurze Minimission quasi. Aber ich meine, Vito wird ja eine größere Rolle spielen im dritten Teil. Und es sollte im dritten Teil noch um eine andere Person gehen. Allerdings. Ja, ich spreche das zum gegebenen Zeitpunkt nochmal an. Denn es gibt immer Leute, ja. Okay. Viel Glück beim Auftreiben deiner Hälfte. Komm zu mir nach Hause, wenn du es hast. Okay, bis später. Moment. Denn es gibt immer Leute, die das Spiel noch gar nicht kennen hier in Mafia 2. Und dementsprechend will ich da nicht zu viel vorgreifen. Ich hatte auch bei dem letzten Folge hatte ich überlegt, soll ich Henry zeigen auf dem Thumbnail, wie er abgestochen wird, so wo er tot liegt. Es hätte ein richtig gutes Thumbnail abgegeben. Aber das wäre dann für die Leute, für die, auch wenn es nur ein paar sind, wäre das ein heftiger Spoiler gewesen. Und das sage ich ja auch immer wieder, wenn ich ältere Spiele zocke und so, sage ich ja immer wieder auch die Leute, die das alles schon kennen, sollen sich doch einfach mal zurückhalten, so weißt du, weil ich habe da teilweise in den Kommentaren gelesen, irgendwelche Fragen zu Vito oder so. Scheiße, jetzt habe ich schon Platten. Wo denn auch direkt die Antwort kommt, nein, so und so. Ich weiß, ich verstehe das nicht, Leute. Immer so diese Spoiler-Kultur, Alter. Ich verstehe das nicht. Warum man hat doch selber nichts davon, wenn man anderen den Spaß nimmt, oder? Weiß nicht. Ich meine, das mit Vito, dass Vito im dritten Teil am Start ist, das ist bekannt.
So, ja, das hat man ja schon im Trailer gesehen, man sieht ihn ja. Das sind so Sachen, die sind offensichtlich, die verraten ja schon Trailer und so weiter. So, wir sind angekommen bei, wie heißt er nochmal? Derek und Dingens. Ihr wisst schon, wen ich meine. Hier halt am Hafen. So, schauen wir mal, ob der einen Job für uns hat. Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sag ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Okay. Oh, yes. Ich nehme lieber die Knarre hier. Mensch, ey, Vito, weißt du... Diese Wichser haben ist halt ein Anti-Held, oder? Oder was heißt Held? Held ist ja gar nicht. Außer vielleicht in Weibergeschichten. 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Ja, alles klar. Dann müssen wir jetzt arme Arbeiter einfach abknallen, oder wie? Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Winnie. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit. Verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Frag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek.
Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Ihr kleinen miesen Schweine, Alter. Ihr seid für den Tod seines Daddys verantwortlich. Ich bin tot. Wie, du kommst allein zurück? Er ist tot. Er ist tot. Tot ist er. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanz, wer wir sind. Fettmänner. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch aus. Wie, du kommst allein zurück? Ein paar Waffen mehr. Geben wir Deckung. Alter, ihr miesen Schweine, Alter. Ihr habt Vitos Daddy getötet. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an nicht. Schön, Schuss für Schuss. So. Okay, Leute. Das gibt Rache. Da war doch auch gerade einer, oder? Na? Oh, Steve, bist du es? Stevie Boy. Beste Deckung übrigens. Volles Risiko jetzt. Dumme Sau, Alter. Ist doch Steve, oder? Kann ich den teabaggen oder so? Okay, das sollte reichen. Ihr miesen Dreckschweine. Oh mein Gott. Ja, ich erinnere mich. Oh Gott, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war richtig ekelhaft auf die Stelle. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Da können wir das anders regeln, Vito. Alter. Ey! Oh Gott, Leute, Leute! Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon... Nein, die sterben jetzt, oh Gott! Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, mich in die Fußstapfen meines Ich sterbe! Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben... Oh Gott! War gut, die Wahl. Durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Oh mein Gott, Alter! Boah, war das knapp, Leute! Boah, fuck! Fuck! Alter, das war so knapp jetzt. Very, very knappy. Alter, weil die Steuerung auch so hakelig ist einfach, Leute. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber es ging ja nochmal gut. Ja, mit der Kohle hier. Oh, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Hä, bist du crazy oder was? Wir kommen jetzt allein klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus. Oh mein Gott, Leute, 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 wir haben es geschafft. Was ist denn los mit dir? Er hat sich fast selber getötet. Ja, und jetzt?
Müsste ich doch eigentlich zu Joe fahren, oder? Oder? Hä? Joe? Joe? Wo wohnt Joe nochmal? Doch hier oben irgendwo, oder? Da ist Joe. Okay, wir haben es geschafft. Ach! Raubeläden, ach, wir haben es noch nicht gepackt. Wir haben es noch nicht gepackt. Ich dachte, das würde reichen. Okay, Leute, dann würde ich ja sagen, ich beende hier das Ganze. Ich beende die Folge, ist auf jeden Fall auch lang genug. Plus die letzte war ja auch echt deutlich Überlänge. Und werde noch ein bisschen den Geldbeutel erweitern, ein bisschen Cash ranschaffen, damit wir beim nächsten Mal direkt weitermachen können, Leute. Was haltet ihr davon? Klingt nach einem Plan, oder? Bin ich auch für. Deswegen werde ich das auch so machen. Wenn es euch gefallen hat, ihr das gerne unterstützen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Und schaltet auch beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Haut rein und tschüss.